So, hallo. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die Landersonde, die Regelsonde, Forecut erneuert. Dies ist das Material, was man am besten dafür bräuchte. Neue Landersonde, Schlüssel zum Abmontieren, Drehmoment. So, und ich spreche über die Sonde, die dann genau dort sitzt, da wo man von oben sehr sehr blöde und schlecht herankommt. Diese, also die Sonde Forecut. Dort unten ist die Sonde Nachcut, das ist die Diagnosesonde, dort ist die Regelsonde bei Mercedes. B 202, 203, 204, C-Klasse, E-Klasse könnte es genauso sein, das weiß ich aber jetzt nicht genau. So, und zwar hat es keinen Sinn, hier oben im Motorraum nach dem Checker zu suchen. Da bringt ja nichts. Das ist kompletter Blödsinn. Weil man sich da doof und dämlich absucht, wie ich es auch zuerst getan habe. Das Kabel muss man dann verfolgen, oder wenn man weiß, wo es ist, dann natürlich nicht. Da läuft es weiter, dann hier rum, dort rum, dort rum, dort rum und dann da unten runter. So, und zwar muss man dafür, dass man da rankommt, den Deckel abbauen vom Motor unten. Also den Schutzdeckel vom Motorraum von hier unten. So. Und dann kommt dieses Kabel von dort oben, hier herunter. Und hier findet man dann den Stecker. Hier ist der Stecker. Hier ist die Verbindung. Das ist dann hier eingeklemmt. Diese Führungsschiene hier. Und da findet man ganz einfach die Verbindung. Dies ist die Verbindung von der Diagnosesonde. Die läuft aber ganz einfach hier entlang. Dort. Dort hin. Die hängt hier ganz einfach herum. Die ist also gar kein Problem zu wechseln. Die ist gar kein Thema zu wechseln. Und nun kommt das Schwierige, dass man jetzt da oben an diese Lambda-Sonde muss. Dafür habe ich mir jetzt gedacht, dass ich mir zuerst mal diese Sonde abbaue und dann doch da oben die Sonde abgebaut wird mit dem bestimmten Schlüssel. Ja, das werden wir jetzt machen. So, nun habe ich den extra Spezialschlüssel da drauf. Jetzt werden wir diese lösen. So, lies mal ab. Das war also kein Problem. Immer aufs Kabel aufpassen. Natürlich nicht verdreht. So, Moment, die baue ich jetzt mal schnell ab. So. Was ist jetzt die? Das ist jetzt die Diagnosesonde Nummer 1. Das ist ein Cut. Das ist jetzt auch zum ersten Mal. Das ist der Cut. Sieht nur gut aus. So.
Und nun hat man etwas mehr Platz für da oben die nächste Sonne abzumontieren. So, Moment. Ah, jetzt habe ich rausgefunden, dass man sehr, sehr schwer drankommt. Sehr, sehr scheiße. Dass man dafür diese Halterung hier am Auspuff auch am besten mit abmontiert. Man kommt dann sehr schlecht dran. Auch wenn es anders aussieht. Aber naja, dafür wird jetzt diese Halterung abgebaut. Vom Auspuff. So, ich habe die Halterung jetzt doch nicht abgebaut. Die Halterung ist blöd zum Abzubauen. Da es auch so geht, dass man einfach einen 22er Schlüssel nimmt und mit dem, was oben zwischen geht, so, und dann kann man das genauso lösen. So, das wird jetzt gemacht. So, jetzt habe ich dieses gelöst. Einfach nur das ist der Stecker. Nur Info. Jetzt habe ich dieses gelöst. Dort oben. Seht. Jetzt habe ich die mit der Hand rausgedreht. Gelöst, mit der Hand rausgedreht. Und dort ist er. Tada! Tada, tada. So, draußen. Doch saß sie. Hier liegt sie. Doch saß sie, hier liegt sie. So. Wir haben da so eine Diagnose, nee, nicht Diagnose, sondern Regelsonde. Stecker. Hier. Das Ganze in neu. Kabel ist genau die gleiche Länge. Stecker ist ein wenig neuer. Nein, das ist komplett neu. Alt neu. Alt, neu. So, und jetzt werde ich mal die Daten vergleichen. Viel besser zu erkennen. So, und nun geht's an Einbau. So. Jetzt sind wir bei dem Punkt, altes raus. Jetzt habe ich hier neu eingesetzt. Und zwar muss man hier nichts abbauen oder ähnliches. Man kommt einfach von unten mit dem 22er Mautschlüssel ran. Mit dem ich jetzt einmal 50, also es wird 40 bis 50 Newton nochmal so festgezogen. Ich habe das jetzt einfach auch nach Gefühl gemacht. Das waren ca. 40 bis 60 Newton. 40 bis 50, 40 bis 60. So, dann habe ich das Kabel jetzt einfach da oben drüber. So, wieder da drüber gelegt. So. Einfach da drüber gelegt. Und dann von der anderen Seite hier. Da, mit dem anderen Arm zwischengegangen. Soweit ich konnte. Und habe von da aus dann den Stecker gefühlt. Und den dann hier rüber gezogen. Ja, und fertig ist die Sache. Dann ist hier oben eine Klammer noch. Eine kleine. Da oben zwischen ist eine Klammer. Muss nicht unbedingt sein, kann man aber. So, dann wird der Stecker einfach hier unten angelegt wieder, so wie es war. Hier zwischen gesteckt. Zack. Und dann verbunden. Hier in diese Führung. Und schon hat man ganz normal wieder sein
eine Regelsonde erneuert. Das ist dann die Diagnosesonde. Die baue ich schon gleich auch wieder ein. Die habe ich jetzt noch nicht erneuert, das kommt aber noch. Aber das ist also im Prinzip das gleiche Problem, nur nicht so kompliziert, weil das ist viel einfacher mit der Diagnosesonde. Die ist gar kein Problem zu erneuern. Einfach unter das Auto legen, den Schutzdeckel vom Motor ab. Und dann sieht man die schon. Einfach abschrauben hier, Verbindung nach hier. Gut, fertig und Ende ist. Diagnose. Sonde ist das und das hier ist die Regelsonde. Die Regelsonde ist natürlich viel komplizierter. Erstens, wenn sie da oben sitzt, wo man echt schwer drankommt. Zweitens, dass man das Kabel dann über den Motorblock legen muss, wo man im Prinzip nichts, nur gar nichts sieht. Nur ganz schlecht. Ja, und das ist das Video vom Eimo einer Regel- und Diagnosesonde. Danke fürs Zuschauen. Am besten Daumen hoch. Dankeschön.